Chip Gaines und Joanna Gaines sind bereit, den Sommer mit ihrer brandneuen Show Fixer Upper The Lake House einzuläuten. In dieser speziellen, auf 6 Episoden begrenzten Serie, die das 10-jährige Jubiläum von Fixer Upper markiert, kehrt das Paar zu dem zurück, was es am besten kann: der Renovierung eines Hauses. Die Zuschauer können die komplette Umwandlung eines Mitte des 20. Jahrhunderts gebauten Seehauses in der Nähe des Lake Waco in Texas verfolgen. Dieses wartet mit überraschenden Innendesigns und einzigartigen Außeninstallationen auf, die es so noch nie bei Fixer Upper zu sehen gegeben hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits im ersten Teaser zur Serie, der bei Magnolia Network auf YouTube veröffentlicht wurde, zeigt sich die humorvolle Chemie zwischen Chip und Joanna. Während Joanna am Renovierungstag bereit ist, mit den Arbeiten zu beginnen, ist Chip nirgends aufzufinden. Nach einer kurzen Suche entdeckt sie ihn schließlich entspannt auf einem Schwimmreifen im See treibend. Chips Antwort auf ihre Aufforderung, mit der Arbeit zu beginnen, ist ein einfaches Lächeln und Winken, bevor er außer Sicht schwebt. In einer gemeinsamen Erklärung reflektieren Chip und Joanna über 10 Jahre Fixer Upper. Als Fixer Upper vor 10 Jahren seine Premiere feierte, hätten wir uns nicht vorstellen können, welche Reise wir vor uns haben. Obwohl sich in dem Jahrzehnt zwischen damals und heute viel verändert und weiterentwickelt hat, ist unsere Liebe zum Zuhause immer noch das Herzstück von allem, was wir tun. Wir fühlen uns geehrt, dass wir weiterhin in die Geschichten dieser Häuser in Waco eintauchen dürfen. Fixer Upper The Lake House wird am 2. Juni auf dem Magnolia Network und HGTV Premiere haben. Die Serie wird auch am selben Tag auf Max und Discovery Plus zum Streamen verfügbar sein.